Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Discworld. Ich habe noch lange drüber nachgedacht, was das Spiel uns da alles gezeigt hat in dieser Sequenz. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber Fakt ist, glaube ich, dass der Drache natürlich jetzt noch nicht tot ist. Und dass wir dort immer noch eine Rechnung offen haben. Aber was wir jetzt tun sollen, habe ich gar keine Ahnung. Wir gehen nochmal zurück auf den Marktplatz, weil ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin sollen. Wir gehen auf den Marktplatz, gucken, ob da noch Leute sind, mit denen wir quatschen können, die uns irgendwie einen Hinweis geben. Okay, da sind noch viele Menschen. Können wir vielleicht die Drachenlady da befreien? Ich habe ja gleich gesagt, sie ist die Jungfrau, aber trotzdem. Ist der Drache noch da? Nee, der ist nicht mal da. Moment, da glitzert was? Da sieht man unten glitzern. Eine schöne Maid in Not. Nun, ich meine schöne Maid im übertragenen Sinne. Wenn wir sie retten, sollten wir uns das mit dem Kuss besser schenken. Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit jener Person zu reden. Also wir wissen, dass sie den Schlüssel zum Käfig hat. Das hat man mal gesehen. Sonderbarer Mann. Den hat sie, glaube ich, am Gürtel getragen, auch wenn es da unten glitzert. Können wir die nicht vielleicht irgendwie losschneiden? Funktioniert nicht. Hey, ich glaube, das ist verboten. Du sollst sie ja nicht opfern, du sollst sie losschneiden. Ah, Moment, Schlüssel. Ich habe Schlüssel gesehen. Pack dir mal in die Truhe. Truhe. Zack. Schlüssel, da. Das sieht falsch aus. Okay, macht die Dame bitte irgendjemand los? Wir wissen, wo der Schlüssel passt. Ihr kümmert euch drum, ne? Okay, alles klar. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Die macht jetzt jemand los. Und wir gehen nochmal zu ihrem Zuhause. Sie hat uns ja über die Sumpfdrachen erzählt. Vielleicht müssen wir so einen Sumpfdrachen gegen diesen anderen Drachen da verwenden. Und sie hat ja auch über einen besonderen Sumpfdrachen gesprochen, der nicht fliegen kann. Und eigentlich ein netter Kerl ist und eigentlich pflegeleicht ist. Okay, wir gehen jetzt mal in die Höhle des Löwen. Und es war doch irgendwas von wegen, dass wir unsere Schuhe schützen müssen oder so. Wegen der Exkremente. Und hat sie ja was von Ruß gesagt. So, das haben wir, glaube ich, aufgesperrt. Was hat es jetzt mit dem Ruß auf sich? Das funktioniert nicht. Ja gut, dann versuchen wir zuerst mal da reinzugehen und dann überlegen wir weiter. Geh mal da rein. Und wir müssen ganz nach hinten. Jetzt ist er mitten in das Zeug reingetreten. Scheint aber nicht so schlimm zu sein. So, und das ist der Mambo-Drache, von dem sie gesprochen hat. Und den können wir mitnehmen. Was machst du mit dem? Was hast du mit dem gemacht? M16 heißt er. Wir gehen jetzt erstmal wieder raus, dann machen wir Brainstorming. Mach bitte die Tür zu. Danke. So, wir haben jetzt einen Drachen. Eine sehr wirkungsvolle Waffe. Benötigt nur die richtige Munition. Gibt es irgendeine Waffe, die M16 heißt? Wahrscheinlich schon, ne?
So, es hieß ja, dass die Drachen auf ihre Ernährung achten müssen. Damit ihr Atem heißer wird und manchmal übertreiben sie es und dann explodieren sie oder so irgendwie was. Wurde ja gesagt. Wir haben auch dieses Offler-Auge. Wer das bisher benutzt? Benutzt das mal mit dem Drachen. Das funktioniert nicht. Aber wir haben ja noch diese ganzen Feuerwerkskörper da. Können wir den Drachen damit füttern? Als Munition? Wo sind denn unsere Streichhölzer da? Irgendwas hat er gemacht. Die Dinger sind jetzt aber weg. Jetzt hätte ich noch einen genommen. Okay, wir haben mindestens zwei Feuer gesehen, wo irgendwie was mit heißen Kohlen stand. Mindestens zwei. Und zwar einmal in der Folterkammer, unten im Palast und beim Schmied. Da war ja beides mal das mit dieser Kartoffel, wo ich mich ja drüber lustig gemacht hatte. Ansonsten gab es beim Alchemisten noch... Na gut, das ist ein normales Kaminfeuer. Wir gehen zuerst mal in den Palast. Das ist das Nächste. Und schauen mal, ob das grundsätzlich funktioniert. Hier ist jetzt tote Hose. Alle noch bei der Party. Stimmt, der Hofner hat ja dann nachher am Pranger gehangen, warum auch immer der Esel weg war. Truhe. Bringen wir uns mal bitte den Drachen. Drache, was sagst du zu glühender Kohle? Okay, das Kohlebecken ist jetzt weg. Und das Geschrei geht wieder los. Mit wie viel müssen wir den dann füttern? Also bisher hustet er ja nur. Ja gut, dann gehen wir nochmal zu den Zwergen. Dort gab es auch ein Kohlebecken, dann stopfen wir das auch noch in den Drachen rein. Egal ob mit oder ohne Kartoffel. Scheinbar haben wir das ganze Kohlebecken reingeschoben. Aber ja, und wenn das nicht reicht, klappern wir alle Kaminfeuer ab, die wir kennen. Okay, hier ist auch tote Hose. Also es gibt auf jeden Fall... Bei der Hexe im Wald gab es auch eins. Ah, gehen wir gucken. Und wie gesagt, beim Alchemisten, da hatten wir schon Popcorn. Nee, da hatten wir... Nee, da hatten wir das explosive Fass reingetan. Popcorn war ja in dem anderen Ding da. So, Zwerge. Ah nee, das ist auch kein Zwerg mehr. So, hier gab es auch glühende Kohlen. Truhe. 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 Hallo. Wo ist denn Truhe? Ah, da. Nehmen wir mal den Drachen. Truhe hat keinen Alkohol, also sollte es eigentlich mit dem Laufen funktionieren. So, glühende Kohlen. Okay. Die Nüstern glühen schon mal. Aber wird das Spiel mir sagen, wenn es gut ist? Und vor allen Dingen, was soll ich tun, wenn es gut ist?
Jetzt der Drache wieder in seiner Scheune oder gibt's dann den nächsten Showdown wieder auf dem Marktplatz? Weil die ganzen Leute noch da stehen. Okay, es ist scheinbar genug. Nicht schon wieder du. Kannst du ein Ungeheuer nicht in Ruhe fressen lassen? Aha, jetzt geht's dir an den Kragen. Friss das hier, du scheußliches Reptil. Ich habe dir heißen Tod gebracht. Ist das ein Sumpfdrache in deinen Armen? Oder freust du dich einfach, mich wiederzusehen? Dies ist ein M16, der mächtigste Sumpfdrache auf der ganzen Scheibenwelt. Er kann dir den Kopf vom Hals brennen. Du solltest dir jetzt eine Frage stellen. Sie lautet, glaube ich, dass heute mein Glückstag ist? Da bist du baff, was? Also ich kann jetzt irgendwas tun, aber was? Was soll ich denn tun? Moment mal, er soll doch gut mit Frauen können, hat sie doch gesagt, die Dame. Er ist ein Frauenschwarm, er kann sich nur nicht paaren, weil er nicht fliegen kann. Und das sieht auch so Heschel verliebt aus. Wir haben doch den Verliebtheitspudding noch. Pudding, Sahnetörtchen, was auch immer. Können wir das jetzt benutzen mit dem Drachen? Wieso kann er jetzt doch fliegen? Okay, das ist der Paarungsflug. Das ist also der Grund, warum gewisse Weichteile fehlen. Es handelt sich um eine Dame. Der Drache ist eine Drachin. Und häufig noch dazu. Drachen werden immer ein wenig fruchtig bei ihnen, die Temperatur steigt. Meine Güte. Bei Motras Handwärmern. Mit diesem Streifen verliere ich einfach. Eignet sich kaum fürs breite Publikum. Schreib das Ding da oben. Wie dem auch sei, das ist ein gutes Beispiel für künstlerische Unverfälschtheit. Er hat eine interessante Verführungsmethode. Und eine Menge Energie. Wie wär's mit einem Abstecher zur nächsten Schenke? Warum nicht? Also den Spruch, deswegen haben ihm diverse Weichteile gefehlt. Oh, es geht noch weiter. Ah, tut mir leid. Das Pferd verlor ein Hufeisen. Ich musste mich um ein Schiffswrack kümmern. Meine Sense war stumpf. Es kam zu einem schrecklichen Erdbeben. Die Karte ging verloren. Die Reinigung ließ sich zu viel Zeit mit meinem Umhang. Eine unerwartete Epidemie brach aus. Es ist nicht meine Schuld. Oh, Mist. Das klang wie eine hilflose Aneinanderreihung von Entschuldigungen dafür, warum er es mal wieder nicht geschafft hat, Rincewind einzusammeln, weil er eigentlich hätte 100-mal tot sein müssen. Vor allen Dingen, als er die Rakete auf den Dez gekriegt hat. Also ja. Und dass dem Drachen diverse Weichteile gefehlt hatten und es dann eine Drachendame war. Egal. Egal. Das Ende fand ich wahnsinnig gelungen.
Es gab auch zwischendrin einige absolute Lacher und ja, das Spiel an sich war schön, es war aber verdammt schwer, weil teilweise Sachen nicht wirklich logisch waren. Vielleicht, dass das im Englischen Wortspiele waren, die dann im Deutschen nicht so verstanden wurden, das mag sein. Und ich fand es halt auch ein bisschen schwierig, dass sich oft Dinge verändert hatten, wo man dann so gedacht hat, okay, das ist jetzt anders. Aber es nie klar war, warum irgendwas getriggert wurde. Nie zuvor habe ich eine schlimmere Küche gesehen. Schlimmer wär's mit Wurst. Wurst? Wie meinst du das? Beobachte nur die Pfannkuchen. Es wirkt sehr beruhigend. Ja, also, wie gesagt, das Spiel war rundum schön und ich würde jetzt gerne meine letzten Worte finden, Spiel. Hier wird aus Abneigung Abscheu. Ja, also insgesamt war das Spiel natürlich toll, es war lustig, es hat eine gewisse Länge gehabt. Fort von der Bühne. Spiel, lass mich doch mal, es ist mein Let's Play. Ja, egal. Bevor das Spiel mich jetzt noch 100 Mal unterbricht. Ich hatte Spaß, ihr hattet hoffentlich auch Spaß. Wer den Abonnieren-Knopf noch nicht gefunden hat, sollte bitte nochmal danach suchen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen in einem meiner Let's Plays. Bis dahin habe ich euch ganz dolle lieb.